Skyrim ist unter anderem deswegen so großartig, da es jedem Spieler die Möglichkeit gibt, seine völlig eigene Spielweise zu finden. Nach etwa 10 Jahren Skyrim habe ich natürlich auch die ein oder andere Spielweise ausprobiert und 5 davon, die mir besonders gut gefallen haben, zeige ich euch in diesem Video. Wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Like und ein Abo da und schreibt mir übrigens auch sehr gerne eure Lieblings-Skyrim-Builds in die Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Auf dem ersten Platz haben wir meine persönliche Lieblingsspielweise, die ich wahrscheinlich die meiste Zeit spiele, nämlich den magischen Assassinen. Hierbei handelt es sich im Grunde um den altbekannten Illusionsassassinen, allerdings mit ein paar persönlichen Änderungen. Und zwar ist dieses Bild stark von einer anderen Spielfigur inspiriert, nämlich von Corvo Atano aus der großartigen Dishonored-Reihe. Dieser schleicht ja auch herum und hat magische Fähigkeiten, zum Beispiel Teleportation, Nachtsicht und viele weitere. Lustigerweise bin ich überhaupt erst durch Dishonored auf Skyrim gekommen, da ich dadurch total Lust auf weitere Schleichspiele bekommen hatte und gehört hatte, dass man in Skyrim auch schleichen kann. Also, was brauchen wir für den ultimativen magischen Assassin? Natürlich ist es gut, in Illusionen schleichen und einhändig ein hohes Level zu haben, allerdings bekommt man das natürlich irgendwann auch von alleine. Falls ihr dieses allerdings möglichst schnell hochleveln wollt, schaut euch gerne meine Level Guides an. Ein Perk ist allerdings doch essentiell für diese Spielweise, nämlich stummes Zaubern, der, wie der Name schon sagt, alle unsere Zauber lautlos macht, sogar die Drachenschreie. Auch den Perk Meuchelklinge solltet ihr so bald wie möglich aktivieren, da dieser Schleichangriffe mit Dolchen ganze 15 Mal stärker macht. Darüber hinaus brauchen wir folgende Zauber. Lautlosigkeit ist gerade für den Anfang sinnvoll, wird allerdings irgendwann unnötig, wenn wir gut im Schleichen geworden sind. Dann brauchen wir den Zauber Unsichtbarkeit, der uns logischerweise unsichtbar macht. Allerdings muss ich sagen, dass dieser Zauber uns das Spiel wirklich sehr viel einfacher macht. Das heißt, wenn ihr wollt, dass das Spiel weiterhin herausfordernd bleibt, könnt ihr diesen auch weglassen. Ich persönlich nutze auch sehr gerne den Schrei-Wirbelwind-Sprint in Anlehnung an die Teleportation in Dishonored. Damit können wir aus der Entfernung ziemlich schnell an einen Gegner herankommen, bevor dieser uns entdecken kann. Hilfreich ist übrigens auch der Zauber Leben entdecken, unbedingt notwendig ist er aber nicht. Was die Ausrüstung betrifft, hier finde ich persönlich die Nachtigall-Rüstung besonders passend. Dazu nehmen wir einfach einen beliebigen Dolch und dann kann es auch schon losgehen. Dieses Bild macht mir immer richtig Spaß und es sorgt definitiv für Spannung, wenn wir aus den Schatten heraus einen Gegner nach dem anderen ausschalten. Das nächste Bild nenne ich den magischen Wikinger. Diese Spielweise ist tatsächlich ebenfalls von etwas anderem inspiriert, nämlich von dem Film Valhalla Rising, in dem Mads Mikkelsen einen Krieger mit hellseherischen Fähigkeiten spielt. Den Film kann ich übrigens sehr empfehlen, wirklich großartige Atmosphäre und Spannung, allerdings stellenweise auch sehr brutal, also definitiv nichts für diejenigen, die was das betrifft empfindlich sind. In Anlehnung an den Hauptcharakter des Films haben wir es hier also mit einem Nord zu tun, der leichte Rüstung trägt und eine einhändige Axt ausgerüstet hat. Ich habe mich hier für die Lederkundschafterrüstung aus der Anniversary Edition entschieden. Ganz perfekt passt diese zwar nicht zum Thema eines Wikingers, aber sie ergibt dennoch ein stimmiges Gesamtbild. Bei dieser Spielweise habe ich versucht, sehr auf Schnelligkeit und Geschicklichkeit zu achten, daher nutze ich hier sehr oft den Schrei Zeit verlangsamen. Damit können wir geschickt den Angriffen unserer Feinde ausweichen und diese sehr schnell ausschalten. Auch nutze ich hier sehr gerne den Zauber Hellsehen, wobei dieser natürlich nicht für den Kampf geeignet ist, und den Zauber Erzürnen, der Gegner in der Nähe sich gegenseitig angreifen lässt. Dieses Bild ist für mich eher aus einem Roleplay-Aspekt heraus interessant, allerdings macht es auch in den Kämpfen wirklich sehr viel Spaß. Als nächstes haben wir den Berserker, genauer gesagt den Flammenberserker. Hierfür ist natürlich am besten der Ork geeignet, da dieser die Spezialfähigkeit Blutrausch beherrscht, die dafür sorgt, dass wir für insgesamt 60 Sekunden doppelten Schaden verursachen, allerdings nur halben Schaden erleiden. Logisch betrachtet wäre natürlich schwere Rüstung zu empfehlen, ich habe mich hier jedoch für eine leichte Fellrüstung entschieden, weil ich das optisch recht passend fand und es die etwas brutalere und animalische Natur dieses Charakters unterstreicht. Bewaffnet sind wir hier mit zwei Äxten, allerdings wechseln wir immer wieder kurz zu einem bestimmten Zauber. Und zwar heißt dieses Bild natürlich nicht umsonst Flammenberserker, denn essentiell hierfür ist der Zerstörungszauber Flammenmantel. Dieser hüllt unseren Charakter für 60 Sekunden lang in Feuer, welches Feinden in der Nähe durchgehend Schaden macht. In den Kämpfen gehen wir dann so vor, dass wir Blutrausch und Flammenmantel wirken, dann wieder die zweite Axt ausrüsten und dann einfach reinrennen und draufkloppen. Eine starke Rüstung wäre natürlich von Vorteil, dann ist dieses Bild im Grunde wirklich ein No-Brainer. Als nächstes haben wir den Paladin oder man könnte auch sagen den Wächter. Hier haben wir es mit einem Krieger zu tun, der auch heilende Fähigkeiten hat und besonders effektiv gegen Untote ist. Ausgerüstet habe ich diesen mit der Silberrüstung aus der Anniversary Edition, da diese besonders edel und ritterlich aussieht, und als Waffe habe ich den Dämmerbrecher gewählt, da diese ebenfalls optisch sehr gut passt und besonderen Schaden bei Untoten anrichtet. Man könnte dieses Bild natürlich auch als Samurai spielen, nämlich mit der Klingenrüstung und einem Schwert der Klingen, aber für den Samurai stelle ich vielleicht mal ein eigenes Bild zusammen.
haben. Der Paladin hat ebenfalls mehrere Zauber dabei, nämlich Wunden schließen, Vampirfluch und Geißel der Untoten. Wer mit einem Begleiter unterwegs ist, kann auch gerne den Zauber anderer heilen mitnehmen. Dieses Bild eignet sich besonders für einen heldenhaften Charakter und ist natürlich besonders in Dungeons sehr effektiv. Zu guter Letzt haben wir den Waldläufer, den man auch als Bogenschütze oder als Jäger bezeichnen könnte. Thematisch wäre hierfür natürlich ein Waldelf passend, aber es funktioniert genauso mit jeder anderen spielbaren Rasse. Ausgerüstet habe ich diesen wieder mit der Lederkundschafterrüstung aus der Anniversary Edition und einem ganz einfachen Bogen. Beim Waldläufer habe ich, auch angelehnt an eines meiner Lieblingsspiele, nämlich Guild Wars, drei Schwerpunkte gesetzt, nämlich zum einen die schon erwähnte Schießkunst und Gifte und Fallen. Aufgrund der Gifte ist es für einen Waldläufer natürlich ratsam, sich mit Alchemie zu befassen, denn das richtige Gift kann im Kampf schon einen deutlichen Unterschied machen. Was die Fallen betrifft, so richtig Fallen stellen können wir in Skyrim ja leider nicht, daher dachte ich mir, wir holen uns noch die Zerstörungsmagie mit ins Boot und rüsten den Zauber Feuerrune aus. Das ist dann im Grunde vergleichbar mit einer Falle, die wir aufstellen. Besonders empfehlenswert ist es, den Perk Blattschuss zu aktivieren, da dieser Schleichangriffe mit Bögen deutlich stärker macht. Am gezeigten Gameplay könnt ihr erkennen, dass ich, was das Bogenschießen betrifft, ein wenig aus der Übung gekommen bin, aber richtig angewendet haben wir es hier tatsächlich mit einem der effektivsten und stärksten Builds überhaupt zu tun. Ich nutze den Waldläufer auch sehr gerne für Roleplay-Charaktere, mit denen ich durch die Wälder im Süden von Himmelsrand streife und beispielsweise Spinnen jage, deren Gift ich dann für meine Pfeile benutze. Außerdem versuche ich als Waldläufer immer meine Umgebung geschickt zu nutzen. Beispielsweise schieße ich mit dem Bogen eine Öllampe von der Decke und schwäche die Gegner dadurch schon vorab, bevor ich selbst in den Kampf einsteige. Ach ja, falls es doch mal zu einem Nahkampf kommen sollte, lohnt es sich auf jeden Fall auch noch einen Dolch dabei zu haben. Meiner Meinung nach ein wirklich sehr spaßiges Bild, was wie ich finde etwas interessanter ist als der klassische Sneak Archer. Das waren also die Top 5 von meinen Lieblingsspielweisen in Skyrim, aber natürlich habe ich auch noch einige weitere im Hinterkopf. Das heißt, wenn du gerne weitere Videos über Skyrim-Builds sehen willst, schreib es mir sehr gerne in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Like und ein Abo freuen. Hier geht es jetzt weiter mit zwei weiteren Skyrim-Videos, also wenn euch das interessiert, klickt euch gerne rein. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin!